die Top 5 Forex- und CFD-Broker ohne erstmal Einschränkungen im Vergleich. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin André und beschäftige mich schon seit mehreren Jahren mit dem Bereich Trading. Die neuesten Regelungen ab dem 1.8. sind natürlich sehr einschneidend für viele Trader. Viele Trader aus der EU, aus Europa haben ein richtiges Problem damit, dass sie eine extreme Hebeleinschränkung bekommen von 1 zu 5 bis 1 zu 30. Da bestimmte Strategien sind nicht mehr möglich bei den Brokern. Positionen in mehreren Märkten sind nicht mehr möglich nach bestimmter Strategie oder auch Scalping-Trades sind mit hoher Position sind auch nicht mehr möglich. Ja? Viele Trader haben mit der Hebelbeschränkung ein Problem. Ja, besonders kurzfristige Trader sind da aus meinen Erfahrungen mit betroffen. Wie sieht das jetzt aus? Nochmal eine kleine Sache zu der Regulierung. Und zwar, diese Regulierung gilt für alle Broker, die unter europäischer Lizenz handeln und Finanzprodukte anbieten. Also die ESMA-Regulierungen gelten nicht für Broker außerhalb der EU. Und das ist natürlich jetzt hier der Clou dabei. Ich habe sie auf die Seite hingeschrieben direkt am Anfang. Du findest den Link zu diesem Vergleich unten in der Beschreibung. Da kannst du nochmal alles Schritt für Schritt nachlesen. Und zwar bei den vorgeschlagenen Brokern, die ich euch jetzt hier in dem Video zeige. Ich sage auch gleich noch ein bisschen was zu diesen Brokern. Hat man keine EU-Regulierung. Also man handelt nicht unter EU-Regulierung, sondern befindet sich im Ausland sozusagen außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. Ich habe es nochmal hingeschrieben. Die erste Regelung gilt für CFDs, gilt nur für Broker im europäischen Wirtschaftsraum. Ja, europäische Broker können aber ein Konto bei Brokern außerhalb der EU erstellen und einen hohen Hebel halt behalten. Ja, das ist der Trick dabei. Man muss dann außerhalb der EU-Regulierung handeln, traden. Wer das machen möchte, kann das gerne tun. Ich zeige euch hier die Möglichkeiten. Auf der Seite könnt ihr noch mal ein paar Sachen nachlesen, was zum guten Broker gehört. Natürlich gibt es noch viele weitere Broker, als wie ich hier zeige. Ich kann aber wirklich nicht jeden Broker durchleuchten auf der Welt. Und ich habe jetzt mal hier aus meinen Erfahrungen so die Top-Broker aufgeschrieben, die dazugehören zum Forex- und CFD-Broker. Was hier mit in diesen Vergleich mit reinspielt, ist einmal der Support, ist die Regulierung natürlich. Wo gibt es Niederlassungen, Vermögenswerte, wie viel sind da verfügbar, wie sind die Konditionen, die Spreads. Und ja, auf den Service wird natürlich auch nochmal, wiederhole ich nochmal, ein Augenmerk gelegt, weil wir ja außerhalb der EU traden. Und da brauchen wir natürlich einen guten Support. Ja, viele ausländische Broker bieten nur einen englischsprachigen Support an. Ich zeige euch aber jetzt hier nochmal ein paar Broker, die das anders geregelt haben. Ja, zum ersten Mal BD Swiss. BD Swiss, da könnt ihr jetzt einfach unter einer anderen Lizenz handeln. Ja, der von Mauritius FSC. Die Holding ist immer noch bei der CISEC reguliert, also in der EU. Allerdings der Broker, wo man sich dann anmeldet drüber und drüber tradet, läuft nicht über die EU-Regulierung. Die haben das schlau gelöst, ja, und haben sich da einfach eine Lizenz außerhalb der EU geholt. Hier, Vermögenswerte sind genug verfügbar, habt MetaTrader 4 dabei, habt die Online-Plattform, habe ich auch schon mal ein Video gemacht, die Spreads sind okay, Konto gibt es ab 200 Euro. Vorteil hier bei diesem Broker ist, dass man eben einen guten Support hat, deutschsprachigen Support aus dem Kundencenter in Berlin sogar. Ja, könnt ihr da einen deutschsprachigen Support bekommen. Also das ist wirklich top hier, der Service, deswegen von mir auch auf Platz 1 BD Swiss. Zweiter Platz, kaum Unterschied zwischen diesen beiden Brokern. Ja, ist auch ein wirklich Top-Broker, XM. Ja, ist dann reguliert unter der ASIC in Australien, hat Niederlassungen in London und weitere Niederlassungen, leider keine in Deutschland. Sie bieten ja 700 Vermögenswerte an. Spreads gibt es ab 0,0 Pips, allerdings zahlt man da eine Kommission. Ja, und das Konto gibt es ab 0 Euro. Was hier ist der Vorteil? Sie haben auch hier wie BD Swiss Coachings, Account Manager, sehr günstige Gebühren und auch Webinare. Jetzt bei XM muss man darauf achten, wenn man jetzt hier mal draufklickt zum Broker, kommt man direkt auf die Webseite. Was jetzt wichtig ist, wenn wir jetzt hier einmal sehen,
ja, wir sind hier oben auf xm.com.de, muss man das Ganze auf Englisch AU umstellen, damit man auf unter der australischen Lizenz handelt, ja. Da kommt jetzt kommt das direkt auch aufgeploppt. Thank you for visiting XM. Ja. This website is not intended for European residents. Let us know you would like to proceed. Ja. Continue anyway. Und dann seid ihr unter der australischen Lizenz und könnt dort auch drunter handeln als europäischer Kunde. Ist möglich. So läuft das Ganze, ist dann hier auch auf Englisch. Ja. Wir sehen hier auch Leverage 1 zu 500. Ja. Die bieten dann sogar hier noch einen Bonus an. Alles klar, bei RoboForex ist in Belize registriert, hat auch einen deutschsprachigen Support. Unter der Holding gibt es noch einen anderen Broker, der in der EU reguliert ist, mit einem Kundencenter auch in Deutschland. Also ihr habt ja auch einen Service bei RoboForex. Allerdings ist der Service nicht so gut wie bei BD Swiss und wie bei XM. Ja, hier habt ihr eine noch größere Auswahl bei RoboForex und die Gebühren sind auch vollkommen in Ordnung. So wie ich das verglichen habe und getestet habe, Konto gibt es ab 0 Euro. Ja, großes Angebot. Allerdings, ja, der Service ist, ist okay, würde ich sagen, ist okay. Nicht so gut wie bei den oben beiden. Dann vierter Platz IC Markets, ASIC reguliert. Dieser Broker eignet sich meiner Meinung nach eher nur fürs Forex Trading. Beim Forex Trading ist dieser Broker sehr, sehr gut. Sehr günstige Gebühren. Konto gibt es ab 200 Euro, ist ein True ECN Broker. Leider nur einen englischsprachigen Support. Und kleiner Abzug gibt es, weil man einen etwas höheren Ping hat, wenn man dort handelt. Das heißt, die Orderausführung ist nicht optimal. Müsste man sich einen VPS-Server mieten. Ich habe es nicht getestet, ob das damit besser ist, aber aus MetaTrader ist die Ausführungsgeschwindigkeit nicht so gut, ja, weil die Server eben nicht in der EU sind von IC Markets. Letzter Platz, Finmax. Ja, sie haben jetzt hier keine Finanzbehördenaufsichtsregulierung, sondern nur eine FMRRC-Regulierung. Da kann jeder Broker hingehen auf der Welt. Ist sozusagen eine freiwillige Regulierung. Die Niederlassung in St. Vincent ist ein kompletter Offshore-Broker. Ja, sie haben hier auch nur wenige Vermögenswerte am Start. Die Spreads sind im Vergleich zu den anderen Brokern höher. Konto gibt es ab 250 Euro. Ich habe ihm auch nur 4,5 Sternen gegeben. Der Vorteil ist hier bei Finmax, dass hier noch Optionen möglich sind. Ja, und sie haben halt einen deutschen Support. Allerdings finde ich die Plattform auch ein bisschen veraltet, wie ich das hier zugeschrieben habe. Insgesamt ist es aber da durchaus möglich, Forex und CFDs und Optionen zu handeln bei Finmax. Ist nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig, könnt ihr euch auch mal gerne angucken. Ja, das war es eigentlich zum Vergleich. Welche Broker es jetzt hier von mir, von meiner Seite gibt, ohne ESMA-Einschränkungen, ohne ESMA-Regulierung. Schaut da mal vorbei, falls ihr so einen Broker sucht. Den Link zur Seite findet ihr unten in der Beschreibung. Könnt ihr mal die Tabelle selber durchgehen, euch nochmal das hier durchlesen, worum es mir hier ging und was hier auch möglich ist, dann mit dem hohen Hebel. Ich danke euch fürs Zuschauen, würde mich über ein Abo freuen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!